Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Konnichiwa und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Shogun 2 mit mir, dem Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Hojo und haben jetzt Fukushima entdeckt. Miyagi gehört den Rebellen. Ja, die Hatakeyama greifen uns gerade irgendwie hier mit zwei, laufen ein Stückchen zurück, greifen uns gerade hier mit zwei Fullstacks an. Ich frage mich, wie die die bekommen wollen. Also sorry, ne? Also die müssen die ja irgendwie hier hochgefahren haben, aber ich habe sie nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich liegt es echt daran, dass ich sie einfach nur nicht gesehen habe. Gut, okay. Wir rekrutieren Einheiten. Weißt du was? Du kannst übrigens hier nochmal so eine Moraleinheit machen. Mentaler Support. Hier gibt es noch einen Bogenschützen. Alles klar. Und dann, ja, dann schauen wir mal, was wir da schaffen können. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Können wir denn, hat denn nicht noch irgendjemand Bock, die Hatakeyama noch anzugreifen? Können wir noch, was ist mit dir? Hoffen wir, dass der heutige Tag gut ausgeht. Und nun sagt, was euch auf dem Herzen liegt. Zufriedenstellend. Guck mal, das ist doch ganz cool. 10 Runden auch, könnten eine Einigung erreichen. Komm hier. Ja, das ist doch super. Dann sind die jetzt auch im Krieg mit denen. Dann haben die da ein bisschen... Also vielleicht nehmen sie tatsächlich Fukushima ein. Das wäre doch ganz cool, oder? Die sind immerhin direkt an der Grenze. Irgendjemand muss denen da diese Provinz wegnehmen. Das ist so nervig. Okay, dann gucken wir mal. Also das... Das Anstrengendste ist wirklich, dass man sich immer da auch diese ganzen, oder eines der anstrengendsten Dinge, so, und jetzt ab in die andere Richtung. Genau so ist es. Jawohl. Okay, perfekt. Was tatsächlich sehr anstrengend ist, ist, dass man halt die ganze Zeit diese, sich diesen, dieses Geplänkel auf See da irgendwie angucken muss, ne? Passiert relativ wenig. Auf jeden Fall kann ich aber schon mal sagen, ich habe absolut keine Lust, diese Armeen der Hatakeyama da anzugreifen, weil das wird ja wieder darauf hinauslaufen, dass wir da irgend so eine... dass der irgendwo wieder in der Ecke campt oder so. Ein Sohn wird erwachsen? Echt? Schon wieder? So lange her, okay. Dann geh du doch bitte mal nach Kai. Kannst du ein bisschen schneller laufen, das passt glaube ich dann auch, ne? Okay. Ja, die können da rein. Rekrutieren, Kavallerie, nicht möglich. Ja, brauche ich auch gar nicht, die will ich. So eine will ich noch haben. Wir nehmen noch ein Metzger mit. Boah, Alter, ne? Die schweren Buhnen alleine, die kosten einen Haufen Geld, ne? Mhm. Okay, und dann machen wir hier Folgendes. Wir müssen ja irgendwie diese Flotten mal miteinander verbinden, ne? Dann fährst du... Moment nochmal ganz kurz. Ne, das meine ich nicht. Hier, da, die zwei, keine Ahnung, nimmst du die zwei, ne? So, zieh die mal hier raus. Und dann können die schon mal hier hin. Du gehst hier mit dazu. So, da können jetzt noch 6 Einheiten rein. Das heißt, hier wäre ein Schiffchen zu viel, ne? So, du greifst ihn da an.
Weg ist er. Okay. Fantastisch, oder? Zwei schwere Buhnen, vier Sengoku-Buhnen und hier nochmal genau das gleiche. Cool, okay. Ja, fahrt mal auf hohe See, damit ihr da beide direkt bereit seid, um euch gegenseitig zu verteidigen, falls irgend so ein Dödel ankommt. Armee ist ready und ist noch nicht ready. Müssen wir gleich gucken. Okay, Numero Uno. Einmal bitte hier Armee sabotieren. Fehlgeschlagen. Einmal hier. Fehlgeschlagen. Danke für nichts. Danke für nichts. Okay, das ist schon mal demoralisiert, das ist gut. Bitte hier hin. Und nochmal von denen ein paar rekrutieren. Sind unsere Kriegermönche fertig? Noch nicht, okay. Aber da sind auf jeden Fall noch Kriegermönche, ne? Halt! Da rein. Es ist so schrecklich, dass diese Einheit nicht gescheit laufen können, ne? Okay, gut, ne? Und du kannst tatsächlich hier mal Totomi garnisonieren oder so. Da wird ja jetzt bald wieder irgendwas passieren, ne? So, wo schicken wir den hin? Überwachung von Armeen und Überwachung von Städten auf jeden Fall, ne? Und dann machen wir noch hier Überwachung von Städten und so. Zack, 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 zack. Kann dann nächste Runde hier hochlaufen. Wir können auch noch einen Metzger rekrutieren. Okay, pass auf, dann versuch du noch hier die Armee zu sabotieren. Ninja exekutiert, toll. Nimm direkt noch einen Ninja mit. Wir nehmen einfach dann wieder einen neuen. Okay. Okay, 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 okay. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das genau funktionieren kann. Lassen wir uns mal überraschen. Berühmte letzte Worte. Alter, die Oder bloppen aber auch, ne? So, der nimmt jetzt den Hatakeyama da oben die Stadt weg, oder? Der belagert, okay. Hafenblockade von Kamakura. Der steht jetzt momentan nur doof da, okay. Lass mal kurz gucken, das geht jetzt auch so ein bisschen um die Bewegungsreichweite, die wir haben. Er hat immer ein paar Einheiten verloren und das ist tatsächlich ungewöhnlich, denn... Schaut mal, das sind tatsächlich einige Einheiten. In den späteren Total War-Teilen hat die KI nie wieder so viele Einheiten verloren. Hierhin bitte. Vielleicht holen sich die Date das ja zurück. So, du könntest jetzt zum Beispiel hingehen ist ja ekelhaft, ne? Was der da alles an Truppen hat.
So, dann demoralisieren wir diese Armee hier. Fehlgeschlagen, okay. Du kannst versuchen, die zu sabotieren. Exekutiert. Fehlgeschlagen. Aber dafür steigt er einen Rang auf, okay. Gut. Gut, beziehungsweise nicht gut. Hierhin. Angriff automatisch. Aha. Aha. Ja, ich würde schon sagen, die da entsorgen wir noch schnell. Fassen mal die zusammen, ne? Wir fassen mal die zusammen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, cool. Das heißt, zwei Einheiten plus minus eine Einheit können da noch rein. Ne? Also wir müssen dann, wie schon sagen, 6. Ja, die Ashigaru sind schon okay. Dann würde ich sagen, verbinden wir hier die Einheiten. Denn dann haben wir hier ja noch eine Bogeneinheit mit verbesserter Präzision. So, eins. Zwei. Dann sagst du vier Runden, bis wir die Hojo-Flammenbombe haben, ne? Weißt du was? Guck mal, die kannst du noch zusammenfassen. Und dann nimmst du die mit da rein und dann passt das doch, oder? Also, das ist, glaube ich, so okay. Na, dann sind die jetzt halt nicht so fresh, aber da können wir ja eine neue Einheit nachrüsten. Und dann fassen wir die hier zusammen, ne? So, und dann rekrutierst du mir bitte noch so eine Bogenschützeneinheit, ne? Mit verbesserter Präzision, das ist ja auch ganz gut, ne? Würde ich sagen. Und dann könnten wir so einen Angriff hier, glaube ich, dann auch abwehren, ne? Müssen wir dann halt mal schauen, ob das so passt, ob das so klappt. Dann nimmst du noch so eine Einheit, ja, die Ashigaru mit, dann können wir die nachher auch noch aussortieren, ne? Dann haben wir da welche, die so ein bisschen bessere Moral haben, das ist ja auch ganz okay. So, hier sind jetzt neue Katana-Samurai und wir rekrutieren ja auch neue nach und wenn man direkt noch die nächste Rutsche hinterher. Hier sind die nächsten Kriegermönche fertig und ich würde auch sagen, direkt hier machen wir auch wieder direkt noch eine Rutsche hinterher. Du gehst mal da rein zur Überwachung. Und für uns geht es ja jetzt auch, ich quicksave mal gerade hier, und für uns geht es ja jetzt auch erstmal darum, dass wir hier,
Lauf mal dahin zur Siedlungsüberwachung. Ich hatte doch noch einen Metzger hier, ne? Geh mal dahin zur Siedlungsüberwachung. Der hat zwei Kavallerie, der hat zwei Kavallerie und der hat noch keine Kavallerie. Wir haben aber zumindest jetzt noch hier mit unserem neuen erwachsenen Sohnemann haben wir die Möglichkeit, noch ein Amt festzulegen. Und wir haben den Baumeister noch nicht, ne? Den Entwicklungsrat. Das darfst du gerne machen. Wir gucken jetzt mal, was die Datte da oben machen, ne? Wir müssen eigentlich alles von hier oben aufrollen. Also wir müssten eigentlich auch hier zuerst die Hatakeyama dann angreifen. Ne? Wir müssen von hier nach Süden vorstoßen. Das wird alles sonst viel zu lange dauern. Das heißt dann aber auch, dann müssen wir mit unserer Flotte, die momentan ja noch hier ist, müssen wir die Armeen irgendwo hier abholen. Ne? Das heißt also, wir müssten schauen. Ja, pass auf, du fährst mal hier hin. So, geh mal hier hin. Ja, dann gehst du schon mal mit denen hier auf das Schiff. Ja, du gehst hier hin. Und dann, genau, geh mal da in die Richtung, so, ne? So, und die Jungs, die fahren mal gerade hier rüber. Jawohl. So. Das da ist ja schon ein guter Bestandteil für eine Armee, ne? Wir können ja nächste Runde hier die Truppen dann mitnehmen. Das heißt also, wir würden noch irgendwie, oder wir könnten noch so ein bisschen Meat Shield irgendwie mitnehmen, ne? Geil, mit Goldwimpel hier jetzt, ne? Beziehungsweise Goldstufe an Erfahrung. Ja, aber ich glaube, das nehmen wir dann aus der Armee hier mit und der könnte auch noch auf eines der Schiffe dann, ne? Das müssen nicht alle sein. Ja, und dann tauschen wir das so ein bisschen aus, ne? Okay. Gut, gut, gut. So, die Naginata-Kriegermönche, nicht Naginata, die Bogenkriegermönche nehmen wir mit hier hin. Die haben übrigens auch eigene, Hakun heißen sie, glaube ich, ne? Eigene Hausregeln aufgestellt, die Mönche. Da gab es auch Hausordnung, ne? Das ist jetzt nicht so. Die Takeda greifen uns an, okay. Das ist jetzt nicht so wie bei. Das ist jetzt nicht so wie bei den ganzen katholischen Klöstern oder so. Also teilweise schon, weil diese Klöster sehr mächtig waren und ja auch eigene Politik betrieben haben. Die gehorchten halt nicht diesen Feudalregeln oder nur in einem begrenzten Maße, ne? Also die waren auch mit Landbesitz ausgestattet und so weiter. Er greift nur den Hafen an, okay. Ui, die Uesugi sind down gegangen. Aber vielleicht haben sie noch eine Armee. Alter, was für eine krasse Revolte da gerade am Start ist, ne? Ja, ich speichere das mal gerade hier. Okay, so, und jetzt können wir den einmal demoralisieren. Fehlgeschlagen, okay. Kannst du ja da nochmal angreifen.
Ja, verlieren wir zu viele Truppen, Alter. Das ist auch blöd, ne? Ah, Gott im Himmel. Och, ich will jetzt aber nicht so eine, ich will jetzt nicht so eine ewig lange Schlacht machen. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab keine Lust darauf. Weil, ne, das ist halt wieder so ein riesiges Samurai-Massaker und dann muss ich da. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das teilweise zu anstrengend. Das dauert mir zu lange. Komm, wir versuchen ihn zu sabotieren. Fehlgeschlagen. Komm, du hast 40%. Fehlgeschlagen. Danke. Einfach nur danke für nichts. Wirklich, also. Warte mal, aber vielleicht. Sekunde. Und wenn der Typ den Ausfall macht? Pyrrhus-Sieg. Shit. Der verliert halt wahrscheinlich nicht so viel. Obwohl, warte mal, stopp, das war die Ashigaru-Armee. Ich will die Samurai nicht verlieren. Das ist meine. Das ist mein Hauptpunkt, ne? Dann sind wir wieder los. Die Kavallerie allerdings auch. Okay, dann nimm doch noch mal zwei leichte Kavallerie mit. Guck mal, dann holen wir die noch mal hier. Dann lassen wir die noch mal nachrücken. Da bin ich tatsächlich halbwegs mit einverstanden. Und dann hier würde ich sagen, das Ding reparieren wir. Zusätzliche Rekrutierungsslots kriege ich ja nur durch diese Festung, ne? Da muss ich die wahrscheinlich doch ausbauen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 7 Einheiten fehlen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann fehlt halt noch eine zusätzliche Einheit. Welche könnten wir da nehmen? Weiß ich nicht. Wir könnten sagen. Wir nehmen hier noch eine Einheit Bogen Ashigaru und dann ist er in zwei Runden wieder fertig und dann kann der da weiterziehen, ne? So. Du hast die Kriegermönche mit dabei. Das ist schon mal ganz gut. Dann wirst du einmal hier hinfahren. Ja, die Einheiten nehmen wir gleich alle mit. Und du fährst hier hin. Da habe ich schon gesagt, dass wir das reparieren, ne? Okay. Ja, doch, das sollten wir machen. Und wir müssen noch drei Einheiten irgendwo hier oben unterbringen, ne? Wir müssen drei Einheiten da oben unterbringen. Wir können auch natürlich noch hier sagen. Komm mal hier, rekrutier mal hier drei so Billos, ne? Ich würde auch gerne diese Belagerungsgeräte nutzen. Ja, müssen wir mal schauen. Boah, wir haben nicht mehr so viel Nahrung, ne? Sonst müssen wir irgendwo eine Reisbörse abreißen und das wäre halt echt uncool. Okay, wollen die jetzt vielleicht einen Frieden mit mir? Tee kann ich euch Ist nicht anbieten. zufriedenstellend. Okay, Ist für cool. Freunde. Sagt, was ihr zu Ja, sagen du darfst mir habt. Geld geben. Hast du irgendwie 5000? Könnten wir eine Einigung erreichen? Wie wäre es mit 4000? Wie wäre es mit 3000? Okay, Alter, hör doch auf. Wie wäre es mit 2000? Okay, wir machen einfach so einen Frieden. Gehen wir einfach nur nicht auf den Wirsing, ja? Okay.
Na, weil wie gesagt, wir haben keine Eile. Wir müssen einfach nur wir wollen diese Armee los sein. Wir wollen uns gerade nicht mit diesen Flotten darum ärgern. Ne? Wir rekrutieren unsere Einheiten zusammen und so. Das ist für uns die wichtigere Aufgabe hier. Ne? Okay, ich habe die Kriegermenschen in Totomi vergessen. Ärgerlich, aber ist jetzt halt so. Okay, gut. Die Daten haben Fukushima eingenommen. Das ist okay. Die Takeda haben nicht mehr so viel Besitz, ne? Wenn wir die im Norden oben ausgeschaltet haben, wird es für uns ein bisschen besser. Dann kommen wir außerdem da oben an diesen Handelsposten dran. Müssen wir mal gucken, wer da oben drauf rumknabbert. Ehre des Daimyo plus 1? Nö, das interessiert mich nicht. Ich brauche keine Ehre. Wir sind ein ehrloses Gesindel. Okay. Wozu brauchen wir die Flammenwerfer Hojo Mangonellen? Die haben nur 10 Munition. Das ist einfach gar nichts, ne? Ja, wenn, dann brauchen wir Hojo Handmörser, ne? Wie viel Reichweite haben die? Munition 8, aber dafür Reichweite 300. Okay. Macht mich jetzt noch nicht so an. Okay. Drei mit dem zusammen. So. Ne? Wir können eigentlich auch. Wir könnten eigentlich auch. Wir könnten eigentlich auch. Wir könnten eigentlich auch. Wir müssen auf jeden Fall hier noch mehr rekrutieren, ne? Darf es noch ein, zwei machen? Wir brauchen ein bisschen was als zusätzliche Verstärkung, ne? So, hier hoch bitte. Wir warten, bis die Armee wieder verstärkt ist, ne? So, und die schicken wir jetzt mal hier hoch. Einmal nach Miyagi. Das ist schon mal gut zu sehen, was hier passiert ist. Du bleibst mal hier noch in der Nähe. Den schicken wir hier hin. Ja, weil die Datei werden ja das Bündnis mit uns brechen, wenn wir die Reichsteilung auslösen, ne? So, einen Ninja lassen wir mal hier in der Nähe. Der darf hier noch ein bisschen rumstöbern. Und den lassen wir hier für die andere Armee. Der darf die andere Armee motivieren, ne? Bleibt man hier so in der Nähe, keine Ahnung, ne? Bitte dahin. So, jetzt könnten wir sagen, wir rekrutieren hier jetzt nochmal ein paar Yadi-Ashigaru, ne? Ja, komm, wir brechen die mal ab. Bei zwei Runden ist jetzt nicht so wild. Wir machen mal hier, für die nächsten zwei Runden machen wir mal die hier fertig. So, ein bisschen Kanonenfutter brauchen wir einfach, ne? Nehmen wir so ein paar mit, wo wir halt viel auf einmal rekrutieren können, damit wir diese Armee einmal, weiß ich nicht, direkt irgendwie. Direkt aufstocken können, ne? Na, die Kriegermönche nehmen wir auch wieder mit. Und ab darüber. Wäre eigentlich auch besser, warte mal kurz, wenn du da an Bord des Schiffes gehst und der Typ nochmal hier bleibt, weil hier dann die Rekrutierung günstiger wird, oder? Das ist doch unser Zeugwart sozusagen, ne? So. Wartet der jetzt hier noch eine Runde? Ich würde schon sagen, ne?
Und dann haben wir noch hier, dann haben wir, ja, dann haben wir noch 6 von den Deppen da dabei, genau. Für mich passt das eigentlich ganz gut. Und wir machen hier einmal die volle Kartusche, so. Ja. Zwei Samurai mit hier hoch bitte nach Nord-Shinano. Da müssen sie hin. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Der bleibt da und so weiter. Okay, 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 okay. Go? Wir haben jetzt noch 5 Jahre Zeit, um unsere Mission zu erfüllen. Das ist doch totaler Quatsch, oder? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch totaler Unfug. Sind die jetzt wieder mit mir im Krieg oder was? Hat er die Hatakeyama jetzt in den Krieg gegen mich gerufen? Ja. Okay. Okay. Nimm die mit. So. Eine mächtige Streitmacht, General. Kaiser, mein Kaiser. So, die Hatakeyama sind da aber nicht mehr unterwegs im Norden, ne? Deswegen nehmen wir die hier jetzt mit. Die sind aber noch nicht fertig, ne? Na komm, ich schick die nochmal da rein. Weiter, weiter, weiter. Hier hoch. Nehmen wir die noch mit? Ja, machen wir, ne? Ja, mit der Armee schon mal zusammenschließen, dann haben wir das schon mal was, ne? So wird es immer besser. So, dann, Taketa ist inakzeptabel. Hatakeyama. Inakzeptabel. Shit. Date. Freunde sind immer willkommen, besonders in Zeiten wie diesen. Lasst uns reden. Gut, die sind jetzt auch im Krieg mit den Hatakeyama, das ist super. Ja, die haben in meinen Augen gerade halt zu viele Feinde, da brauchen wir kein Bündnis mit denen. Okay, also die Uesugi sind draufgegangen, die sind im Krieg mit den Hatakeyama und so weiter und so fort. Okay, 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 okay. Nein, nicht sabotieren, bitte. Ja, bleib hier in der Nähe.
kannst dahin weiterlaufen. Ja, die sollen so ein bisschen hin und her laufen. Onigakuchi haben hier echt gebloppt, ne? Der ist schon 55. Okay, cool. Du läufst auf der Seite lang, genau. Ich würde nämlich gerne sehen, was da alles so los ist, ne? Genau, so die Flotten. Die Flotte hier, die hat ja gar keine Armee momentan an Bord, ne? Okay, okay, okay. Nächste Runde. Habe ich die Kriegermönche schon wieder vergessen? Das ist einfach so, diese ganzen Flotten von denen, das ist halt schon so irre, ne? Das ist auch einfach nur pures Harassment, da kannst du eigentlich nichts gegen machen, ne? Gegen diese Überfälle auf die Seerouten, auf die Handelsrouten und so weiter, oder? Was sind denn da unsere Optionen, die wir da hätten? Pass auf, die Flotte geht ein Schrittchen zur Seite. Ja, so ist es nämlich. Okay. So, dann nimmst du den Typen da mit. Okay, wir brauchen jetzt noch irgendwie vier normale. Okay, wir zählen aber gerade durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt noch vier Bogner mit. Vier reguläre Bogenschützentruppen. So, und dann einmal hier drauf. So, fertig, ne? Und dann kann die Armee sich hier mit der Flotte schon mal auf den Weg machen. Okay. So, dann schauen wir nochmal gerade hier rein. Jo, der ist ja auch fast fertig. Wobei im Endeffekt fehlen da auch die Kriegermönche, ne? So, du gehst immer hier rein. Der könnte jetzt noch irgendwie zwei Samurai-Einheiten gebrauchen, ne? Mach mal die hier fertig. Bitte. Jetzt sagen wir mal, wir würden noch auf zwei Katana-Einheiten verzichten, dann können wir den trotzdem schon mal mitnehmen, ne? Denn wir könnten den ja theoretisch, wir könnten den ja mit den drei Katana-Einheiten ausstatten, ne? Wäre auch eine Option. Das ging also auch. Der könnte damit aber auch hier versuchen, die Städte hier zu halten. Also ich glaube, das ist auch noch eine Möglichkeit, die wir haben, ne? Und du hast die nächsten Kriegermönche fertig. Ja. Ich stell die mal hier hin, damit ich die... Ich habe die komplette Armee rausgenommen wieder. Was ist denn das jetzt wieder für ein Müll?
I do not understand, my lord, my ladies. Warum? Weiter. Ich find's so blöd. Irgendwie diese, ja, die Einheitenauswahl ist manchmal einfach nicht gut. Komm, die da noch und dann haben wir genügend Truppen, glaube ich, oder? Erstmal. Die Truppen rekrutieren wir auch noch alle. 3 Runden haben wir noch den Bonus da drin. Machen wir hier, ne? Und hier bitte noch einmal kurz. Ja. So, 4 Runden. Das heißt, dann ist der Bonus auch abgelaufen, ne? Gut. Und wenn wir diese Naginata, nicht die Naginata, wenn wir die Bogenkriegermönche fertig haben, der ist jetzt übrigens zu Fuß auf dem Weg zu den Hatakeyama, wenn wir die fertig haben, dann können wir umschwenken auf Naginata Kriegermönche oder sowas, ne? LOL, Alter, das ist so dumm, es ist so dumm, es ist einfach nur so grenzenlos dumm. Der kommt an, zeigt ihm sein Laserschwert und unser Typ kapituliert einfach. Übrigens, Laserschwert, ne? Nur mal so ganz kurz. Man sieht sehr schön. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Guck mal, jetzt komme ich nicht mehr rechtzeitig dahin, oder was? Ich hab's fast schon befürchtet, weil ich die Armee eben aus Versehen rausgezogen habe. Ich bin sonst echt ein Atzenknilch und werde das sonst nochmal laden, aber zeig nur ganz kurz. Also geh mal da rein. So, und dann hier, zack, greif den an. Und dann machst du automatisch und dann gewinnen wir mit einem Pyrrhus-Sieg, okay? Und haben wir irgendwie einen Haufen Truppen verloren und so weiter, ne? Und der Typ greift uns dann nächste Runde an, oder was? Aber dann ist die Garnison ist dann wieder voll. Du könntest das für 10.000 versuchen zu bestechen oder so. Moment bitte. Ja, dann. So, dann ist der jetzt wieder weg. Zufriedenstellend. Klar aus und redet schnell. Eure Anwesenheit ist nicht willkommen. Okay, gut. So, lass mich in Ruhe. Aber immer wieder schön zu sehen, dass er erstmal versucht hier zu flexen, ne? Gegen wen bist du gesegelt? Takeda-Flotte. Fahr weiter. Bauen wir mal drauf, dass er uns da jetzt nicht angreift, oder? Mhm, okay. Und du? Nimmst du irgendwas mit? Noch nicht, ne? Weil wir warten ja noch hier auf diese Armee. Das ist einfach nur so saublöd, dass ich da vorhin vergessen habe, die Einheiten rauszurücken, ne? Beziehungsweise, dass ich die aus Versehen rausgerückt habe, obwohl ich sie eigentlich gar nicht rausrücken wollte, ja. Okay, aber ihr seht ja trotzdem, es geht ja irgendwie voran, ne? Also wir bereiten uns ja hier schon
trotzdem irgendwie angemessen vor, auch wenn der Lamer hier einfach denkt so, hey, komm, cool, guck mal. Es wäre so witzig, wenn wir den jetzt einfach auflösen könnten. Ja, okay, dann machen wir hier nochmal, weiß ich nicht, einen neuen Metzger. Dann darfst du den da messern. Repression, nee. Duelist, okay, dann mach das. Dann machst du das, ne? So, keine Ahnung. Kannst ja hier, guck mal, ob er dich gleich nochmal, guck mal, ob er dich gleich nochmal angreift. Ach Quatsch, der kauft doch die Kriegermönche, oder? Der kauft doch die Kriegermönche. Gehen wir in die Stadt rein. Da ist die ganze Inf ist halt wieder weg. Aber okay, wir werden hier, wir werden das aufstocken in 3 Runden mit Naginata Kriegermönchen und dann Gnade ihm Gott, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Komm, dann nimm noch eine Kavallerie mit, dann haben wir das oben da nochmal ein bisschen aufgefüllt. So, und im nächsten Teil sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, Pax Vobiscum, Valete und Matane.